Gefahren lauern überall. Hinter vorgehaltener Hand wussten die Spieler natürlich längst, was der Chef von Kamerun hielt. Es ist eine Freude, den Spielern zuzuschauen. Galt dies auch für sein eigenes Team? Beim ersten WM-Spiel Franz Beckenbauer mit einer Geste, die endgültig sein Markenzeichen werden sollte. Und obendrein saß die Hose noch nicht richtig. Und das erste Spiel ist natürlich bei einer Weltmeisterschaft das Wichtigste, weil wenn es gut läuft, wenn man gewinnt und gut spielt, hat man Ruhe. Die großen Probleme bei einer Weltmeisterschaft entstehen ja nicht nur innerhalb der Mannschaft, die spielt oder die Spieler, die nicht spielen, sondern es wird dann sehr viel Unruhe von außen herangetragen. Die Medien beteiligen sich an dem ganzen Spektakel und dann kommt Unruhe auf und deswegen ist das erste Spiel das Wichtigste. Gegen Jugoslawien 20 qualvolle Anfangsminuten lang zahme Renner und ein wilder Kaiser. Bis der Kapitän den Chef erlöste. Lothar Matthäus in ungewohnter Rolle, ein Tor mit links. Dieser Prachtschuss entfaltete neue kaiserliche Züge. Und dann hatten wir auch das Glück, die Tore immer in der richtigen, in dem richtigen Moment, in der richtigen Phase zu machen. Es waren immer so Momente da, wo vielleicht das Spiel hätte kippen können. Und dann hat natürlich der Lothar Matthäus, das war vielleicht sein bestes Spiel in seiner gesamten Laufbahn. Und ich habe ihn nie mehr wieder besser gesehen, vorher und auch nachher nicht. Und er hat es dann mit seinen Toren, hat dann praktisch immer wieder zur richtigen Zeit, hat er den Grundstein zu diesem Erfolg gelegt. Das erste Spiel und die erste italienische Nacht. Der Interfans wussten, was sie ihren Tifosi schuldig sind. Nach Matthäus' ersten Tor das 2:0. Eine Produzione Italiana mit deutscher Präzision. Andreas Brehme und Jürgen Klinsmann. Die Angst des Kaisers vor dem ersten Spiel war mit diesem Tor endgültig verflogen. Und auch die Tifosi Tedeschi, die Deutschen, feierten. Doch die Mienen von Sibylle Beckenbauer und Uwe Seeler deuten es an. Da war noch was, was die Jugoslawen jubeln und den Kaiser wieder wild werden ließ. Das Gegentor zum 1:2. Erboste ihn und ließ ihn wieder zum Maestro Furioso werden.
mir war eigentlich nicht eine Minute bange, nach dem 1:0 dann sowieso nicht mehr, weil ich auch die Konzentration in den Gesichtern der Spieler gesehen habe, die dann auch nicht leichtsinnig wurden, die bis vielleicht auch bis auf den eine Situation, wo die Jugoslawen das Anschlusstor machten, da hätte es nochmal kritisch werden können. Aber ansonsten war die Mannschaft in den 90 Minuten voller Konzentration und es konnte eigentlich gar nicht schief gehen. Bis Sibylle und Uwe erlöst wurden, dauerte es aber noch ein wenig, die Sekunden davor. Da ging dann selbst der Ehrenspielführer voll aus sich heraus. Lothar Matthäus, früher oft ein Hans Dampf der Sackgasse, umkurfte die Jugoslawen auf der Schnellstraße. Es hatte Klick gemacht. So etwas muss schließlich festgehalten werden. Apropos Festhalten, ein Tatbestand, mit dem Torhüter Ivkovic so seine Probleme hatte. Rudi Völler nützte dem plötzlichen Schwächeanfall 4:1. Die Zimmermädchen zu Hause in Erber hatten ein gutes Näschen bewiesen. Völler, Matthäus, ihre Helden. Doch die Nummer 1 war ein anderer. Francesco Barbarese. Italiens Primadonnen schwärmten also von Beckenbauer. Die Journalisten weniger. Denn was machte der Franz ausgerechnet vor dem Spiel gegen die, wenn auch vereinigt, so doch vermeintlich schwachen Emirate? Geheimtraining. Und das war so geheim, dass selbst die Bewacher nichts davon wussten. Franz Beckenbauer setzte sie in Marsch. Schluss machen, ja. Okay, Franz hat gesagt, Schluss gibt's Krach. Okay.